was machen wir mit Piraten? Schniedeln, stark behaarten Piraten, schniedeln, riesigen, buschigen Piraten, schniedeln, jeden Tag rasieren. Sandweiche Piraten, Schniedel, nie irrigierte Piraten, Schniedel, immer spritzbereite Piraten, Schniedel, rasieren wir jeden Morgen. Mit Hamudern und Hamudern? Warum auch immer, warum auch immer. Ach man, warum, was machst du? Müssen wir nicht hier mitfahren? Nee. Wieso denn? Wir müssen doch jetzt wieder zurück. Ja, aber hier ist doch eine Gelegenheit zum Taxieren, oder nicht? Wo? Weil hier ist das die Tür mit dem Hammer, also ich bin schon da. Hamudan. Ich Hamudan hier drüben schon. Ach, dann müssen wir da nochmal hoch? Oder hast du jetzt eine Abkürzung gehabt? Nee, vorhin? Ich hätte keine. Das einfach Hamudan. Also nochmal Parcours zurück, oh, oder was? Oh nee, da ist ein neuer Hamudan. Mit Olof. Wo bist denn du? Hier oben. Warte. Oh, was ist das denn jetzt? Oh, Olof will uns Hamudan. Olof, der Soldier. Soldier Love. Alter, Soldier. Guck mal hier, ja doch, wir müssen nochmal komplett zurück. Hier sind nämlich Zahnräder. Jede Menge Zahnräder. Sind das denn aber auch die, ohne... Ich kann kein Ding hier, keine Leiter gehen, wenn ich ein Zahnrad trage, oder? Leiter? Ah, nee. Doch, jetzt geht's auch so. Mit Zahnrad? Nee, ohne. Hä, benutzen 3, benutzen 4. Was musst du denn da machen? Ist das irgendwas mit Gewicht? Hier steht benutzen... Ah. Aha. Kommst du da jetzt rüber? Ah, das ist mit so Ausgleichsgewichten dann. Anscheinend. Warte mal, ich habe jetzt... Welches Gewicht ist denn jetzt drauf? 3. 3, ja. Das ist nicht rüber, ne? Nee. Benutzen 3. Benutzen aber guck mal, 4. Jetzt kann ich hier unten mit dem Zahnrad hoch. Ah ne, mit dem Zahnrad kann ich nicht springen. Aber warte, wenn ich... Ne, ich kann ja nicht springen. Mist. Hier unten auch noch Holz. Aber mach mal 3 raus. Kann ich nicht, oder? Weiß ich nicht. Moment. Ja doch. 3 ist raus. 3 ist raus. So, ich mach mal 4 rein. Nee, geht ja gar nicht. Hä, wieso geht das nicht? Du musst hier unten. Ich kann 2 reinmachen noch. Du kannst nur hier unten auf der Mittelebene. Au. Ich glaube, du musst irgendwie... warte mal. Ich glaube, du musst... Ne, jetzt sind wir auf der Hamudan-Ebene hier. Auf der Hamudan-Ebene gegenüber ist aber auch nochmal ein Hamudan. Ja, du kannst auch den Doppelhamu machen. Ja, wir müssen das ausgleichen, dass die auf gleicher Höhe sind, damit wir rüberkommen. Yes, yes. Hier ist jetzt eine 2 drauf. Genau. Ich gehe jetzt mal auf die andere Seite und versuche da auch mit Gewichten zu spielen. Gibt's hier Gewichte? Ah, hier ist ein Zahnrad. Hier ist die 1. Kann ich noch weiter hoch? Nee. Also man kann hier hin, aber hier sind keine Gewichte. Kannst du 2-mal die 2 drauflegen? Geht sowas? Nee, ne? Weiß ich nicht. Wo ist die? Hier unten? Nee, hier ist noch eine 1 und eine 3. Willst du noch eine 3 drauflegen, dann geht's wieder runter. Dann ist es... Kannst du es noch weiter runter machen? Nee, ne? Nee, ist ja ganz unten. Kannst du es auf meine Höhe machen, dass ich vielleicht die 1 runternehmen kann? Dann halt die 3 runternehmen jetzt, dann geht's wieder einen hoch. Mach mal die 2 weg. Jetzt mach ich die 2 weg. Ja, jetzt kannst du einen runter und das Gewicht runternehmen. Benötigt Zahnrad. Kann ich nicht. Ich brauche hier oben ein Zahnrad. Wie kriegen wir das hier hoch? Ohne springen zu können. Es kann ja dann nur ganz unten sein. Guck mal, ich kann ja weder Leiter... Ja. Warte mal. Ah, nee. Was denn? Guck doch mal, ich mache mir hier gerade... Ich hole mir das Zahnrad hier rüber. Ach so. Aha. Jetzt ist es ganz unten. Ja. Dann muss ich jetzt noch ganz oben. Es muss hier in die Mitte sein, dass ich das Zahnrad hier holen kann.
Also soll ich die 3 drauflegen oder die 4? Leg halt mal. Ich glaube, du musst erstmal in die Mitte. Nicht ganz oben. Ich, aber in der Mitte kann ich nichts drauflegen. Weil das Ding ganz oben ist. Nein, dann mach mal ganz oben. Dann mach schwer. Kannst du wieder runternehmen, Notfall. Lege ich mal eine 4 drauf? Nee, das war zu viel. Wie geht's hier nach ganz oben? Hier wahrscheinlich nach ganz unten, ne? Ja. Mach ich mit hoch? Jetzt irgendwas Leichteres. Nee, eine 2. Achso, warte mal, dann lege ich aber hier die 3 drauf. Dann geht es nämlich hier runter. Nee, ah, Mist, weil hier liegt eine 2. Ja, unten kannst du eine 1 drauflegen. Noch eins runter? Nein. Eins höher jetzt wieder. Die erste Ebene, hier. Ja. 1. Eine 1 drauf und dann unten die 3 runter. Und jetzt brauche ich eine 2. Ja, genau. Und jetzt lege ich da die 2 drauf. Jetzt muss die 1 runter. Genau, und jetzt muss die 1 runter. Ja. Ja, das ist halt gutes altes Riddle Raft, ne? Gutes altes Riddle Raften. Aha! Ich hab Olafs alte Schmandbrücke. Hey, wo bist du denn jetzt? Auf der anderen Seite ist eine Brücke runtergegangen. Papa Olaf hat gesagt, er will hauen meinen Bobatz. Und jetzt? Er muss rüberkommen zu mir. Doch da ist die nächste Rätselebene. Aber hier liegt doch noch ein Zahnrad. Wo? Ja, das kannst du ja mitnehmen. Aber im Moment leg's mal hier drauf. Hier einfach drauflegen. Jetzt kannst du hier wieder hoch. Kletter, kletter, kletter. Ah, jetzt müssen wir nur gucken, wie wir... Hier oben, hier ist eine 5 und eine 6. Leg mal eine 5 drauf. Oh ne, wir brauchen eine 2 am Ende, oder? Ne, eine 3 brauchen wir am Ende. Ich glaube, die Zahnräder wiegen 1. Und wir need 3. Wo ist denn das jetzt hin? Hier. Gimme da 3. So, jetzt habe ich mal noch eine 1 draufgelegt. Und jetzt nehme ich die 5 wieder runter. Wo ist denn die 3? Ah, die ist hier auf der Ebene. Du musst eine Ebene unter dir quasi sein. Also 2 bist jetzt da drauf. Ja, dann, ja, genau. Jetzt die 3. Genau, jetzt die 3 kann ich nicht. Kannst nur 2 Gewichte drauf. Mist. Da musst du irgendwo eine 2 finden. Warte mal, die 3. Ist hier eine 2? Hier muss ich, ne, eine 4, aber dann muss ich jetzt wahrscheinlich die 4 benutzen. Ja, das. Nee. Ja, doch, die 1, machen wir die 1 runter? Genau, und jetzt muss die 1 wieder runter. Da oben ist eine 2, glaube ich, oder? Ich weiß nicht. Ja, doch, ist eine 2, ne? Ich kann es von hier nicht sehen. Eine 2, ja, hier ist eine 2. Dann lege ich die 2 wieder drauf. Und dann musst du die 4 entfernen. Dann muss die 4 runter. Dann müsste normalerweise der kleine PC Klepper. Jetzt brauchen wir eine 3. Hamuran? Oh Gott, ich bin runtergefallen. Hamuran? eine 3 jetzt drauf. Ja. Ja. Jetzt muss die 2 wieder weg. Genau. Jetzt nehme ich die 2 runter. Plopp. Ich habe die Rat mit der Zahn. Und das muss jetzt wahrscheinlich hier rein und dann passiert irgendwas und dann müssen wir wahrscheinlich wieder alles von vorne. Oh, guck mal, was ist das hier? Hinten sind auch noch Ecken der Forschbarkeit. Mhm. Forsche-Forsch-Ecken sind da hinten. Das ist wie ein kleiner Klavier. Gemüsestand. Nee, es ist so ein kleiner Stand, ja. Ein Kmies-Stand gibt's da. Kmies. Mias. Die ist von der anderen Seite verschlossen, die Tür. Aber hier geht's runter. Aber wenn es jetzt hier runter geht, was haben wir irgendwas jetzt? Jetzt sind wir hier am Anfang. Ach, ja klar. Ja, ein Zahnrad für einen Lift. Jetzt brauchen wir das Zahnrad. Oh nein, jetzt müssen wir komplett durch den Parcours schleppen, oder? Ich weiß nicht, vielleicht ist der Lift jetzt freigeschaltet hier, oder? Ja.
Ja, nee, jetzt müssen wir, das Zahnrad können wir hochfahren und dann, das Zahnrad kannst du halt jetzt hochfahren und jetzt musst du nochmal durch den Parcours. Nochmal, was? Ich glaube schon, oder? Gab's eine Abkürzung? Ich geh gucken. Entweder ich bin jetzt tot oder hab die Abkürzung unseres Lebens. So. Ah, ich hab gekürzelt. Wie bist du jetzt da hochgekommen dann so schnell? Irgendwie hab ich hier haben wir auf die Kiste gestellt und kam dann. Ach so. Moment mal, aber hier ist gar nicht das Zahnrad. Und das ist hier unten. Das kommt jetzt hochgefahren, oder nicht? Doch, Moment. Achso, jetzt müssen wir nochmal ziehen. Und jetzt kommt's. Glaubst du, das war legit, was wir da gemacht haben? Nee, ne? Keine Ahnung. Ich glaube, die wollten das mal nochmal durch den. Aber Faulheit macht halt kreativ, ne? Das muss man einfach sagen. Der Mensch hat all die Dinge nur erfunden aus Bequemlichkeit. Ja, klar. Zack. Man wollte es so einfach wie nur möglich haben. Achso, fahren wir jetzt runter oder hoch? Oder? Ich weiß es nicht. Hä? Nee. Hä, sind wir da? Ja. Ist das eine neue Ebene? Ja. Jo. Das war ja super schnell. Ich würde mich gerade strecken im echten Leben. Das ist keine Zeit. Hier steht ein Haufen Kisten und Käfige. Die können wir jetzt aufmachen. Jetzt haben wir hier einen Shortcut, nämlich. Ah ja. Aber guck mal hier. Was ist hier? Oh, eine Münze nur. So, darüber, ja. War doch schon hoch, oder? Der ist richtig wütend auf dich, weil du seinen Brunnen vergiftet hast, Hebräer. Was ist das denn hier? Hier ist wieder so eine hier läuft auf einmal irgendwie Gangster-Musik. So eine Boss-Musik irgendwie, ne? Was? Wow. Er hat Kokosnussbomben. Er macht Delicious Nuts. Er hat die Kokobombs, Alter. Alter, wie lange brennen die denn? Wohin? Ich weiß es nicht. Hier aufs Dach vielleicht? Und dann. Hier sind überall Kisten. Ah, ich weiß wohin. Wir müssen einfach wahrscheinlich zu ihm hoch. Wir müssen die Kisten hier holen und uns einen Weg zu ihm hoch machen. Der ist ja da oben. Wo da oben? Ja, direkt da, wo wir waren quasi. Hier, ich denke, wir müssen uns hier einfach hoch türmen. Es sind ja so viele Kisten, das muss ja irgendwie reichen. Ja, ja. Vorsicht! Aua! Eieiei, ich wünschte, ich hätte aggressiv. So eine Bird-Salbe. Er hat monatelang nichts anderes gemacht. Außer Kokosnussbomben bauen. Masturbieren und Kokosnussbomben bauen. Masturbombs. Elon Masturbombs. Die Elon Masturbombs. Er hat zu viel Hammer an. Was für Chancen denn? Wir sind doch auch nur zum Hallo sagen da. Ja, das klar. Sind wir eigentlich irgendwie die wir sind Raper. Ja, wir klauen denen die Insel. Eine Kiste. Oh ne, ich hab's geschafft. Ja, weil ich die direkt unter dich gestellt habe, okay. Als du hochgesprungen bist. Er ist abgehauen. Ich brauch noch eine Kiste. Hat gesagt, die klauen unsere Jungen. Brauch noch eine Kiste, sonst komme ich nicht da hoch. Echt? Ja, okay, hier oben ist glaube ich. Warte mal, geht's hier weiter? Moment, warte mal kurz. Na doch, hier geht's weiter, aber ich habe keine Kiste. Ja, ich hab noch. Okay. Ja, wo gehst du hin? Er hat uns einen Schlüssel gegeben. Für einen. Guck doch auf T. Irgendeinen Schlüssel? Lagerschlüssel. Lagerschlüssel? War das Lager? Nee, es war Gefängnis, ne? Wir brauchten. Unten war Gefängnis. Gott, Lager der oben wahrscheinlich. Wie eine Abkürzung, oder? Ja, hier, Lagerschlüssel. Hast du noch Essen und so ein Zeugs? Ja, ja. Wir sagen ja nicht so ein Zeugs. Von der anderen Seite Verschlusser. Da musst du bestimmt da reingehen. Da ist ein riesiger Käfig mit. Boah, das ist voll viel Zeug.
Und Hyänen, Alter. Alter, wow! Hilfe! Stich ihm noch ins Gesicht. Ja, mach ich doch, aber der hat irgendwie so ein Tollwut. Blutrausch. Tollwut DLC. Uff. Macht jetzt wieder so eine Bombennummer? Weiß ich nicht. Aus Bombenistan? Murnistan? Ja, ja, er bömpelt. Und Hyänen macht er auch noch. Alter, er hat ja, was hat er da gemacht? Er hat die gezüchtet. Hyänen mit Bomben im Maul oder Hunde mit Bienen im Maul, weißt du, meine Simpsons? Ja. Oh. Lassen Sie die Hunde auf mich oder die Hunde mit Bienen im Maul? Alter, ich bin gleich tot, Alter. Ich bin sowas von tot. Wow, 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 wo sind sie? Hier. Oh, das sind richtig viele Hyänen. Ich brauche einen erfrischenden Colada. Ich bin sonst gleich kaputt. Ich werde abkoladert. Oh, oh, das sieht gar nicht gut aus. Oh. Das ist doch ein Bogen, oder? Du musst irgendwie von der erhöhten Position abschuten. Der hat mich von der erhöhten Position... Boah, ich bin tot. Wow, wow, wow. Ich glaube, da braucht man dort da. Warte, ich werde dich retten. Hab dich, nein! Nee. Nee, mit den Hyänen ist es unmöglich, nee. Boah, okay, wir müssen da wieder hoch. Boah, und wir haben unser halbes Inventar. Oh nein! Wir müssen uns besser ausrüsten, wir brauchen. Oh, ich hab die heißesten Sachen verloren. Also richtig heiße Sachen. Alter, der hat mir richtig Koteletts aus dem Inventar gefischt. Okay, okay, warte. Speere bauen. Mehr Speer. Wo sind Waffen? Hier. Wir brauchen Speere, wir brauchen... Oder hier Macheten. Guck mal, das hier. Was hast du da jetzt gebaut? Elektrische Seilrutschen haben wir jetzt. So, ich habe mir mal zwei Macheten gemacht. Das wird ja eigentlich reichen. Der Speer ist irgendwie besser, finde ich. Machete ist irgendwie crap. Dann nehme ich mir noch mal hier so ein paar Melönchen mit. Boah, ein hier drin, die Tiere verdursten. Und kriegen kein hier Gras. Grass. Aggressive. Geil. Boah, mal so eine elektrische Wasseranlage. Ja, aber jetzt besiegen wir erstmal den Endgegner. Das bist du alles noch in dieser fast schon zu Ende gehenden Folge schaffen. Ich muss erstmal besser ausrüsten. Wir sind doch jetzt schon da. Ich habe zwei Macheten in 5 Sekunden. Moment, wir haben eine Abkürzung freigeschaltet. Haben wir wirklich eine Abkürzung oder ist das nur so eine Fake-Kürzung? Es ist halt eine Leiter dran gewesen. Ich habe keinen Metallbarren. Warte, bevor du hochrennst. Ich muss erstmal einen Metallbarren noch hier ziehen. Oder müssen wir jetzt vom Turm aus wieder rüberrutschen? Weiß ich nicht. Ah, nee, wir sind da unten rein. Und da unten rein. Irgendwo muss eine Leiter sein. Ich gehe schon mal nur gucken. Ich muss mich erstmal ausstatten noch schnell. Der kriegt schön mit der Österreich-Maschete, kriegt er. Wahrscheinlich nur mit dem Lift hochfahren und dann. Ding. Ding, 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 ding. Wo ist er denn? Schläft da hinten ein? Nein, ich muss ja erstmal. Ich muss erstmal Sachen bauen. Wo ist der Lift? Ich habe zwei Macheten und einen Haufen Essen. In 5 Sekunden gemacht. Hier links. Wo rennst du hin? Komm mal. Warte, ich muss hier hoch. Hast du eine Heilung? Nee, ne? Weil wenn wir jetzt... Wir brauchen eigentlich so eine antibakterielle Salbe. Wenn das mandelt, Junge. Ach ja. Ich sag nur, wie es ist. Das ist Geheul wieder groß. Och, hat mich Kies gewarnt, dass wir eine antibakterielle Salbe brauchen. Ich habe so einen fiesen Mandelspliss am Oberschenkel. Guck mal, Kreis trägt doch eigentlich... Das ist nicht die Etage, ja, oder? Soll ich hier nochmal durch? Irgendwo hier muss er... Ja, wir müssen uns hier nochmal durchglitschen. Nee. Wir hatten doch hier Abkürzungen, oder nicht? Ja, da drüben hatten wir dann eine Abkürzung, oder nicht? Hier hoch, die Treppen hoch. Bist du schon oben? Treppen hoch und dann hier und zack. Ah.
Also ist drüben eine Abkürzung. Also ich bin drin. Bei ihm schon? Ja. Ach so, ich dachte, wir müssten hier nochmal durchglitschen und einmal den Lift nehmen. Nee, nee. Einfach die Treppen hoch. Warte, 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 ich komm. Treppen hoch. Batz, batz, batz. Diese ganzen Stufen, die wir da freigeschaltet hatten mit den Zahnrädern. Einfach hoch und dann kommt die Leiter, ja, die ich runtergelassen hatte. Oh. Bleibt in jeder Butterkante irgendwie so ein bisschen klemmen. Hier Butterkante? Aus dem Ausgang raus sind die Treppen hoch. Das ist doch. Ich bin doch schon am Hochgehen. Du bist völlig falsch. Hä, wo sind denn da noch irgendwelche anderen Treppen gewesen? Direkt am Ausgang. Direkt links die Treppe hoch. Du bist rausgekommen und dann. Hä, ich bin doch hier. Ist das nicht die Treppe, die du meinst? Bin ich nicht lang. Ach, keine Ahnung. Jetzt bin ich da. Wo lang jetzt? Hier. Hier sieht doch alles gleich aus. Boah, da liegen schon ganz viele Hyänen. Boah, sind das viele. Aber die Kisten sind Gott sei Dank noch da. Einfach drumherum rennen. Ja. Hyänen nerven. Reicht das schon? Nee. Nee, da muss oben noch eine drauf auf jeden Fall. Das doch, der hat doch keine Chance hier, der Opa. Na, fehlt noch eine ganz oben und dann fehlt noch eine davor. Warte. Warte, er lässt Hyänen wieder frei. Gehen die eigentlich, gehen die nicht ins Feuer? Nö, die sind feuerfest. Er zieht ja immer noch an mir rum. Ich finde den Speer irgendwie besser als die Machete. Die Machete ist irgendwie träger und hat nicht so eine Reichweite. Bin oben. Aber er ist weggerannt. Und dreht komplett jetzt durch, ja, ja. Ja, er hat ja aber auch voll die Mutantenhyänen irgendwie gezüchtet in den Käfig. Ja, guck, ja, gell, das sind so Augen des Todes. Ja, ja. Mach mal da auf. Abkürzung wieder. Shortcut ist das. So, und dann sind wir jetzt hier aber durch. Ja, dann müssen wir hier nach oben. Das machen wir in der nächsten Folge. Ja, dann mal los. Gut, dann Bewertung dalassen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und... Tschüss.